Auseinandersetzungen mit der Polizei in Buenos Aires, in der argentinischen Hauptstadt, sind am Montag Mitglieder von Gewerkschaften und linker Gruppierungen auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten erneut gegen Kürzungen der Sozialausgaben durch die Regierung von Präsident Javier Milei. In Buenos Aires sperrten Polizisten mehrere Straßen und setzten Tränengas ein, alles um die Demonstrierenden an der Fortsetzung ihres Weges zu hindern. Heute sind wir hergekommen, um gemeinsam zu marschieren, um von der Regierung erneut eine Reaktion auf die sich verschlimmernde Situation der Nahrungsmittelkrise zu fordern, unter der über 6 Millionen Argentinier leiden. Die Regierung verfügt nicht einmal über einen Zentimeter Menschlichkeit, um die Lebensmittelversorgung der Suppenküchen zu gewährleisten. Es ist, als hätten sie den Schmerz der Menschen bisher auch noch genossen. Die Kürzungen bei den Sozialausgaben weist die Regierung als Teil umfangreicher Sparmaßnahmen aus. Das Land befindet sich seit Jahren in einer Wirtschaftskrise und kämpft gegen eine überaus hohe Inflation von mitunter mehr als 250%.